Hi und herzlich willkommen in diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute soll es mal darum gehen, was ich alles mitnehme, wenn ich auf Reisen gehe. Denn am Dienstag fliege ich in die USA. Zum einen werde ich dort eine Hochzeit fotografieren. Zum anderen möchte ich New York fotografieren. Ich bin also eine ganze Woche danach noch da. Und dementsprechend muss ich relativ viel mitnehmen, denn ich muss mehrere Bereiche der Fotografie abdecken. Zum einen Eventveranstaltungen und zum anderen Städte- und Landscape-Fotografie. Deswegen steht hier dann doch eine ganze Menge und ich sage dir jetzt, wie man das Ganze möglichst gut packt und gebe dir noch ein paar Tipps, hoffentlich, wie du dann auch sicher und komfortabel reisen kannst mit deinem Fotoequipment. Viel Spaß damit! So, fangen wir doch einfach mal an mit dem, was nicht ins Handgepäck kommt. Das ist nämlich dieses Stativ hier. Das habt ihr jetzt auch schon ein paar Mal gesehen in meinen Videos. Das ist von Really Right Stuff. Und das ist doch sehr, sehr groß und ich habe mich im Internet so ein bisschen darüber belesen, dass man Stative wohl meistens zumindest nicht ins Handgepäck mitnehmen darf. Es ist wohl auch schon vorgekommen, dass man es mitnehmen darf, aber ich denke nicht, dass man so ein großes Stativ hier wirklich reinbekommt. Und zum anderen ist natürlich auch immer die Gefahr, dass das erst bei der Sicherheitsschleuse passiert. Dementsprechend ist da ja schon das aufgegebene Gepäck weg und man müsste das Stativ da lassen. Das soll auf keinen Fall passieren, dementsprechend geht es direkt in den Koffer. Dazu schraube ich hier noch den Stativkopf ab und werde das dann einzeln verpacken, auch nochmal gut auspolstern, dass hier wirklich nichts passiert und dann kommt das so in den Koffer. So, das packe ich jetzt hier schon mal beiseite und dann kommen wir als nächstes mal zu den Kameras. Ich habe hier zum einen meine Nikon D800, die kennt ihr ja, mit der fotografiere ich eigentlich alles, was so Landscape und Cityscape angeht. Dementsprechend kriegt ihr ja hier auch immer die RAW-Dateien aus den Videos. Dann habe ich jetzt hier relativ neu die Nikon D750, eine zweite Vollformatkamera, habe ich mir gekauft, weil ich einfach eine Zweikamera brauchte, die auch Vollformat hat. Und gerade bei Events braucht man auf jeden Fall eine Zweikamera, falls mal eine Kamera ausfällt. So, ich werde in den USA auch mit beiden Kameras fotografieren, auch die Stadt New York werde ich mit beiden Kameras fotografieren. Das heißt, ich werde simultan mit der einen Kamera, also mit der D800, werde ich eher so Aufnahmen machen, wo ich das Ganze auf dem Stativ habe, wo ich die Kamera nicht wirklich viel bewegen werde über den ganzen Abend. Also ich werde den Sonnenuntergang fotografieren, blaue Stunde und bis in die Nacht hinein. Mit der anderen Kamera bin ich da so ein bisschen flexibler und kann verschiedene Szenen einfangen, die mir so ins Auge fallen. Dann habe ich noch die Canon 70D, die filme ich gerade, die nehme ich noch mit, allerdings auch wirklich nur zum Filmen, damit fotografiere ich nicht, sondern die ist sehr cool zum Filmen, weil die halt einen sehr coolen, leisen Autofokus hat beim Film und dementsprechend man diese Fokusgeräusche nicht hört. Dann habe ich für die Canon-Kamera habe ich dann noch das Kit-Objektiv gerade drauf und dann noch das 50mm 1.8. Das habe ich übrigens auch von Nikon, also ich habe jeweils die 50mm Festbrennweite und muss sagen, die sind wirklich absolut top zum Fotografieren und auch zum Filmen. Also wirklich beide sehr, sehr scharf, sehr günstig, beide so um die 150 Euro und kann ich wirklich nur empfehlen. Was haben wir noch an Objektiven? Ihr seht hier zweimal das 14 bis 24, nein, keine Sorge, mir gehören nicht beide, mir gehört nur eins. Das andere gehört meiner Mutter. Habe ich mir jetzt allerdings ausgeborgt, weil ich möchte wirklich beide mitnehmen. Denn wenn ich mit beiden Kameras hier fotografiere, dann werde ich höchstwahrscheinlich sehr oft in die Situation kommen, dass ich die 14mm brauche. Dementsprechend nehme ich das Ganze zweimal mit. Klingt ein bisschen verrückt. Ich weiß selber noch nicht, ob ich es wirklich brauchen werde. Ich nehme es aber einfach zur Sicherheit mit. Denn gerade in den USA, da kann man nicht einfach mal wieder so nach Hause fahren, sondern da ist man dann da. Dementsprechend nehme ich das Ganze zweimal mit und werde dann höchstwahrscheinlich mit beiden Kameras gleichzeitig mit dem 14 bis 24 relativ viel fotografieren. Dann habe ich gerade für Hochzeiten natürlich nochmal ein 24 bis 70 2.8 und das 70-200 2.8 mit dabei. Gerade auf Hochzeiten sind die beiden Kameras dann im Einsatz, jeweils eine mit dem und eine mit dem Objektiv drauf. Ich renne also immer mit zwei Kameras rum, weil ich nicht die Objektive wechseln möchte und dementsprechend habe ich dann eine für ein bisschen weiter weg, eine für ein bisschen näher dran und dann passt das ganz gut. Dann habe ich noch ein Objektiv hier, das ist das Samyang 12mm 2.8 Fisheye Objektiv. Wer dazu mal noch ein Video sehen möchte, das kann ich gerne da mal tun, schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. Das habe ich mir jetzt erst gekauft, ist gestern angekommen, weil ich einfach mal diesen Fisheye-Effekt haben wollte, mal ausprobieren wollte, wie das Ganze ist. Gerade in der Städtefotografie
kann man, denke ich mal, dazu eine ganze Menge machen. Also wie gesagt, wenn ihr dazu ein Video sehen wollt, dann postet es einfach mal unten in die Kommentare, dann werde ich dazu auch nochmal ein bisschen detaillierter eingehen. So, dann haben wir hier zwei Blitze, das ist einmal der Speedlight SB910 und einmal der SB900 von Nikon. Ich muss dazu sagen, ich habe mir die damals gekauft, als ich angefangen habe mit dem Fotografieren und war ein bisschen blauäugig, habe die sehr schnell gekauft, ohne mich wirklich vorher zu informieren, was es noch so auf dem Markt gibt. Denn natürlich ist es so, dass man solche Blitze sehr viel günstiger bekommt, von Drittanbietern einfach, die aber eine sehr, sehr gute Qualität haben und dementsprechend habe ich hier leider viel zu viel Geld ausgegeben. Aber trotzdem, jetzt sind sie da und ich benutze sie weiter. Dann haben wir hier so Kleinigkeiten wie Fernauslöser, dann habe ich hier ein Reinigungskit noch für meine Objektive. Das ist das von Carl Zeiss, kostet glaube ich so um die 20 Euro, sehr zu empfehlen auf jeden Fall. Dann habe ich den Color Checker mit dabei. Das ist einfach hier so eine kleine Platte, wo man den Weißabgleich nochmal einstellen kann. Den habe ich eigentlich immer dabei, auch wenn ich ihn jetzt vielleicht in dem Fall gar nicht brauchen werde. Aber der ist einfach immer in der Tasche. Falls man ihn doch mal braucht, hat man ihn dabei. Speicherkarten hier in dem Etui sind noch drin. Ersatzakkus habe ich hier, Sonnenblenden habe ich hier für die Objektive noch. Dann habe ich hier den Camranger. Für die Leute, die es noch nicht wissen, der Camranger, das ist ja quasi ein kleiner WLAN-Router, den man mit einem USB-Kabel an die Kamera anschließen kann. Und dann kommuniziert das Ganze hier mit einem iPad. Und ich kann über das iPad dann die Kamera steuern, kann sämtliche Kameraeinstellungen übernehmen, kann über das iPad fokussieren, kann mit dem iPad HDR-Aufnahmen erstellen, also Belichtungsreihen und so weiter. Und habe vor allem dann auch die Möglichkeit, über das iPad, über den großen Bildschirm die Fotos direkt zu begutachten, kann die Schärfe kontrollieren und so weiter, was ich sehr, sehr cool finde. Und ich muss halt nicht mehr an die Kamera ran, muss sie nicht mehr bewegen, gerade wenn man dann so manuelles Blending machen möchte und so weiter und mehrere Fotos über einen größeren Zeitraum machen möchte, sollte man ja die Kamera nicht bewegen und dementsprechend ist das ganz cool, das Ganze dann über den Camranger zu machen. Dann habe ich hier mein Filtersystem, habe ich ja vor ein paar Videos mal vorgestellt. Dazu wird es jetzt auch sehr, sehr bald endlich das komplette Review geben. Vielleicht drehe ich das sogar in den USA, mal gucken. Ich nehme es jetzt auf jeden Fall nochmal mit, mache hier nochmal einen Härtetest auch in den Staaten damit, in New York. Und dann wird es jetzt auf jeden Fall irgendwann das Video dazu geben. Das sind einmal die Filter hier, dann der Filterhalter und der Adapterring für meine anderen normalen Objektive. Dann habe ich hier noch so ein, das ist auch noch ganz cool, so ein kleines Tischstativ, auch von Really Wild Stuff. Ist ganz cool, dass ich jetzt alles von einer Marke einfach habe, weil ich ja hier auch so ein L-Bracket, so eine L-Schiene quasi an meiner Kamera habe, um Hochkant- und Querformat zu fotografieren direkt. Und das kann ich halt sowohl an das Stativ als auch an das Stativ einfach anklippen und es ist da. Gerade jetzt in den USA ist es notwendig, dass man auch mal so ein Tischstativ benutzt, weil oftmals große Stative an Orten, bestimmten Orten, die halt überlaufen sind, nicht erlaubt sind, wie zum Beispiel Top of the Rock, also im Rockefeller Center oben auf der Terrasse sind zum Beispiel keine Stative erlaubt, dementsprechend habe ich mir jetzt hier mal sowas Kleines besorgt, die sind wohl erlaubt, ich werde das selber noch herausfinden, ob es wirklich so ist. Aber hiermit kann ich genauso gut dann fotografieren, kann es einfach auf die Brüstung stellen und habe dann die Möglichkeit, auch Fotos zu machen. Das Ganze ist sehr, sehr stabil, also wesentlich stabiler als sämtliche anderen Tischstative, die ich sonst so kenne, hält bis zu 12 Kilogramm aus. Also da kann man hier wirklich alle Kameras mit sämtlichen Objektiven draufstellen. Also kann ich sogar das 70-200 draufpacken und da wackelt gar nichts. Dementsprechend eine sehr, sehr coole Investition. Hier dazu noch der kleine Kugelkopf. Hier habe ich nochmal eine kleine Platte und die kommt dann nämlich hier rauf. Das ist ja für meine Panoramen die Schiene entsprechend, damit ich hier den Nodalpunktadapter noch habe. Auch ganz cool, um dann Panoramen zu erstellen, ist auch immer in meiner Tasche mit dabei. So, ja, was fehlt noch? Ja genau, hier die Canon Ligria Mini X, die ist noch mit dabei, meine Vlogging-Kamera. Da wird auf jeden Fall in den USA auch wieder ein bisschen was passieren. Da werde ich auf jeden Fall auch mal wieder ein bisschen mehr vloggen. Und das werdet ihr dann hoffentlich auch auf diesem Kanal hier sehen. Wenn es euch interessiert, auf jeden Fall mal unten in die Kommentare schreiben. Ein USB-Kabel habe ich hier noch mit dabei für den Camranger. Und ansonsten, glaube ich, war es das soweit. Das Ganze kommt jetzt hier in eine Tasche. Ich hatte bisher einen Rollkoffer. Den habe ich auch immer noch. Aber ich habe mir überlegt, dass wenn man den ganzen Tag unterwegs ist, dann kann das auch mal komplizierter werden mit dem Rollkoffer. Und gerade wenn man an Plätzen ist,
wie zum Beispiel in den Times Square, wo wirklich sehr, sehr viele Menschen sind, dann kann man da nicht oder nicht so einfach seinen Rollkoffer die ganze Zeit hinter sich herziehen, weil man einfach extrem aufpassen muss, wo man hintritt. Und dementsprechend habe ich mich dann doch nochmal entschieden, mir einen Rucksack zu kaufen, der sehr, sehr groß ist, wo viel reinpasst, der noch tauglich ist fürs Handgepäck. Das ist nämlich gerade noch so. Und hier passt wirklich alles rein, was ich brauche. Natürlich werde ich, wenn ich durch New York laufe, nicht mit dem kompletten Setup hier immer rumlaufen, sondern ich mache mir vorher einen Plan, wo möchte ich hin, was möchte ich fotografieren. Dann schätze ich ein, welche Brennweiten brauche ich ungefähr, der Rest bleibt zu Hause. Ja, genauso, wenn ich weiß, ich filme nicht, dann nehme ich diese Kamera da nicht mit, sondern dann bleibt die auch zu Hause. Ich werde auch die Blitze zum Beispiel nicht mitnehmen, wenn ich in New York fotografiere, brauche ich halt einfach nicht. Die sind nur für die Hochzeit da. Und so ist es dann natürlich wesentlich einfacher und der Rucksack ist wirklich nur bei den Flügen so schwer, nicht aber, wenn ich dann wirklich durch New York laufe. Es ist aber trotzdem so, gerade jetzt, wenn alles drin ist, ist es natürlich viel zu schwer eigentlich, um im Handgepäck das Ganze mitzuführen. Also ich glaube, die normalen Airlines haben so zwischen 8 und 10 Kilogramm, was ins Handgepäck darf, übersteigt der Rucksack hier auf jeden Fall. Mir ist es allerdings noch nie vorgekommen, dass ich das Handgepäck wiegen musste. Und dementsprechend hat mich da noch nie jemand kontrolliert, hat noch nie jemand nachgefragt, war alles immer gut. Aber das ist auch nochmal ein Vorteil von einem Rucksack. Mit dem Rucksack wird man noch weniger gewogen, als wenn man halt einen Rollkoffer hinter sich herzieht. Weil ein Rollkoffer sieht schon immer so aus, naja, kann man nicht tragen, deswegen, weil es so schwer ist, deswegen wiegen wir da mal eher nach. Bei so einem Rucksack besteht die Gefahr wahrscheinlich noch subjektiv gesehen ein bisschen weniger. War auch noch einer der Gründe, warum ich das gemacht habe. Ansonsten, wie gesagt, ich wurde noch nie kontrolliert fürs Handgepäck. Mal sehen, wie das Ganze jetzt sein wird, wenn man in die USA fliegt. Ich werde das Ganze jetzt hier mal in den Rucksack packen und ihr könnt dabei zuschauen, wie ich das Ganze verstaue. So sieht das Ganze jetzt aus, wenn der Rucksack fertig gepackt ist. Du siehst, es ist eine Menge Zeug. Ich würde auch keinem empfehlen, wirklich die ganze Zeit mit so viel Zeug rumzulaufen. Das ist jetzt wirklich nur der Maßnahme geschuldet, dass wir Hochzeiten und Städte fotografieren. Also zwei Sachen gleichzeitig machen im Prinzip. Dementsprechend musst du viel mit. Aber der Rucksack liegt jetzt hier so wirklich noch gut zu und ist sicher verpackt für den Flug. Ich kann jetzt hier vorne, habe ich sogar noch Platz genug, um hier einen Laptop reinzupacken und so weiter. Also hier passt sogar ein 17 Zoller rein. Habe ich gar nicht in der Größe, aber das ist auch noch möglich. Hier vorne hat man also noch ein bisschen Platz. Wenn du noch Fragen hast, dann kannst du sie gerne auch in die Kommentare stellen, zum Beispiel hier zu dem Rucksack. Ich finde das Ganze hier wirklich ein sehr gelungenes Konzept. Der Rucksack ist von Think Tank und wenn du da weitere Informationen dazu haben willst, dann poste sie einfach mal unten in die Kommentare, dann werde ich auf jeden Fall dazu auch nochmal ein Video machen. Ansonsten, danke fürs Zuschauen. Gib gerne einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat. Wie gesagt, wenn du Fragen hast, kommentiere unten in der Kommentarfunktion und wenn du es noch nicht getan hast, abonniere diesen Channel. Denn gerade jetzt in der nächsten Zeit werden einige Videos auch von Amerika, von New York und so weiter kommen. Also sei gespannt drauf. Viel Spaß beim Fotografieren und Bearbeiten. Bis dann. Ciao.